Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Birgits Musikstunde. Wir spielen heute miteinander eine Barcarole, das ist das italienische Wort für Wiegenlied. Wiegenlied steht immer im Dreivierteltakt. Die linke Hand hat als Begleitung zwei Töne, die du schon kennst, nämlich das C und das G. Die rechte Hand spielt die fünf Töne C, D, E, F, G. Ich spiele es euch einmal vor. Los geht's an die Tasten. Die rechte Hand beginnt mit einem Ton auf der ersten Linie. Wenn du erkennst, dass es das E ist mit dem dritten Finger, dann liegst du richtig. Nochmal mit den Fingern. Drei, vier, vier, drei, drei, zwei, vier, vier, drei. Einmal zum Mitspielen. Jetzt spiel mit. Und. Ich spiele jetzt Takt 5 bis 8 mit der rechten Hand. Auf das E, wir spielen Takt 5 bis 8. Und 3, 2, 4, 4, 3, 3. Die lange Note am Ende der Linie, das ist die halbe mit Punkt. Sie hat drei Schläge und du siehst den Bogen nochmal zur gleichen Note, zum gleichen E. Das wird dran gehängt, also es handelt sich um eine Sechsschlagnote. Wir spielen jetzt die zweite Linie, Takt 9 und. In Takt 9 liegt am Ende das tiefe C. Zum Mitspielen, Takt 9 bis zum Ende. Wir sagen laut die Fingerzahlen dazu und. 3, 4, 4, 3, 3, 2, 4, 4, 3, 3, 2, 4, 4, 3, 1. Und wieder die lange Note, die sechs Schläge dauert. Wir spielen das Ganze von vorne. Du spielst mit der rechten Hand, ich spiele die linke schon leise mit. Und 3, Pausenknopf und spiele es ein paar Mal für dich alleine in deinem Tempo, bis du es mindestens zweimal ohne Fehler spielen kannst. Dann drück auf Weiter. Der kleine Finger liegt auf dem C, die halbe mit Punkt hat drei Schläge. Takt 1 bis 8. Eine Verzierung gespielt. Die zweite Zeile ab Takt 9 geht fast genauso. Das Ende ist ein bisschen anders. Linke Hand, fünfter Finger liegt wieder auf C.
Takte, in den zwei letzten Takten, könnte man auf dem C stehen bleiben, aber zur Verzierung spielen wir G, E, C. Bevor du das Lied jetzt mit beiden Händen zusammenspielst, spiel die rechte Hand allein und klopfe den Takt für die linke Hand auf dem Holz. Schreib's in die Kommentare und bis zur nächsten Musikstunde. Tschüss!